Aber im Schnitt habe ich eigentlich jede Woche, auch jetzt nach dem Coaching, ein halbes Kilo abgenommen. Also das auf jeden Fall. Eine andere wichtige Erkenntnis ist eigentlich, dass du gar nicht so viel machen musst, um, sage ich mal, halbwegs dein Gewicht zu halten oder zu reduzieren, je Ja. nachdem. Ja, bildlich sehen konnte man es, glaube ich, schon relativ schnell, glaube ich, auch in einer Woche oder anderthalb Wochen, weil die Hosen einfach logischerweise schon mal ein bisschen weiter geworden sind. So, willkommen im heutigen Interview. Wir haben hier als Interviewgast den guten Mike. Mike ist Kunde bei mir im Coaching seit einem knappen Monat, jetzt raus aus dem Coaching, und er wird euch heute mal erzählen, wie seine Ausgangslage vor dem Coaching war, was er jetzt erreicht hat und vor allem, was er auch nach dem Coaching noch eigenständig geschafft hat, abzunehmen. Deswegen stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du genau und wie war deine Ausgangslage? Ja, hi, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich bin Mike. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt und ja, hatte vor 4 Monaten bei dir angefangen mit dem Coaching. Genau. Meine Ausgangslage war die, dass ich ungefähr ja, 87,5, fast schon 88 Kilo gewogen habe und eigentlich ziemlich unzufrieden war. Ich war damals auch im Urlaub zu der Zeit und habe gemerkt, ich komme nicht mehr die Berge hoch. Und ja, die Treppen waren auch immer so eine kleine Hürde für mich. Ja, und ich wollte einfach wieder fit sein und ja, und ein paar Kilo verlieren. Dabei war gar nicht mein Ziel, 20 Kilo loszuwerden, sondern tatsächlich einfach wieder auf mein Wunschgewicht zu kommen. Das ist so 78, 79. Vorweggenommen, da bin ich jetzt so ziemlich angekommen. Genau, und ja. Was würdest du sagen, war jetzt im Nachhinein, auch gerne jetzt schon nach dem Coaching dann, dein größtes Learning, so der größte Aha-Moment, sag ich mal jetzt, was du gelernt hast? Ja, das sind eigentlich so zwei, drei Punkte. Das ist zum einen tatsächlich, was ich auch mittlerweile umsetze, die Erkenntnis, regelmäßig zu essen, um gewisse Heißhungerattacken zu vermeiden. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 15, 20 Jahren es nie geschafft, regelmäßig Frühstück zu essen. Das mache ich jetzt jeden Morgen. Ja. Und tatsächlich wirklich über den Tag verteilt, wirklich regelmäßig zu essen. Und das andere, eine andere wichtige Erkenntnis ist eigentlich, dass du gar nicht so viel machen musst, um, sage ich mal, halbwegs dein Gewicht zu halten oder zu reduzieren, je Ja. nachdem, sondern dass es eigentlich wenige Stellschrauben gibt, an denen man Ja. schrauben kann oder muss. Das ist halt Bewegung, ein bisschen Alltagsbewegung, ein bisschen an der Ernährung rumschrauben, also ein bisschen Genau. gucken, dass die Gar nicht Zusammensetzung komplett passt. umstellen, sondern eher Genau, also anpassen. eigentlich Ja. nur anpassen, genau richtig. Und damit kann man halt schon sehr viel erreichen. Und ich sag mal, das, was dann on top kommt, wenn man jetzt noch ja, Sport macht, was idealerweise auch gut ist, dann kann man halt noch mehr abnehmen und schneller abnehmen. Aber man kann halt eben, wie gesagt, auch ohne große Anstrengung und vor allen Dingen auch großen Verzicht doch schnell Erfolge erzielen. Das ist meine größte Erkenntnis. Sehr gut, alles klar. Eine Sache noch vorab. Man muss natürlich nicht frühstücken morgens. Ich empfehle es, ja, gerade wenn du viel beschäftigt bist, viel den ganzen Tag unterwegs bist, keine Heißhungerattacken haben möchtest, dann macht es definitiv Sinn. Aber wir haben auch Kundinnen und Kunden, die gar kein Frühstück morgens einbauen, weil sie es einfach gar nicht runterbekommen. Die essen dann erst um 10 oder 12 Uhr ihr Frühstück, ihr Brunch. Und deswegen ist es da an sich auch kein Problem. Und wie Mike eben gesagt hat, abnehmen ist eigentlich an sich ziemlich stumpf, weil du musst jeden Tag nur dasselbe machen. Du musst jeden Tag deine 3, 4, 5 To-Dos abhaken, und dann weißt du im Endeffekt, dass du am Ende der Woche mal mindestens ein halbes Kilo bis Kilo weniger auf der Waage hast, und du hast halt immer das Ruder in der Hand. Und das ist halt, denke ich, auch ganz wichtig, dass du zusätzlich so die Klarheit jetzt erlangt hast, worauf du achten musst, damit es klappt. Würdest du bestätigen, dass du so ein halbes Kilo bis Kilo pro Woche geschafft hast, konstant abzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Es gab Wochen, da habe ich tatsächlich mehr abgenommen. Ja. Aber im Schnitt habe ich eigentlich jede Woche, auch jetzt nach dem Coaching, ein halbes Kilo abgenommen. Also das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gab dann oder es gab und gibt, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu. Es gab auch mal Wochen, wo es mal stagniert ist, aber dafür ging es dann später halt weiter. Und das ist auch so ein Punkt, dass man da relaxed sein sollte und nicht so Ja, panisch halt, ne? punkto, dass das Gewicht stehen bleibt, das waren ja bei dir eher so gesundheitliche Aspekte. Ich glaube, du hattest einmal Corona in der Zusammenarbeit und dann auch privaten Stress. Und das ist dann halt auch wichtig, auch als Tipp an euch jetzt da draußen, dass man sich nicht zu sehr verrückt macht. Klar hat man eine Zahl und einen Zeitraum, ist wichtig auch, dass man daran arbeitet. Aber äußere Umstände sind halt einfach da, die kann man manchmal halt einfach nicht beeinflussen. Dann ist es auch okay, dass man dein Gewicht 2, 3 Wochen stehen bleibt oder vielleicht mal ein Kilo draufkommt. Ja, wichtig ist halt einfach nur die Klarheit zu haben, worauf man achten muss, damit es dann, wenn die Gegebenheiten wieder sich gelockert haben oder entspannt haben, dass man da halt wieder für sich vorankommt und dann wieder Gas gibt. Genau. Was würdest du sagen,
war für dich so der erste Punkt, vielleicht nach der ersten Woche, vielleicht auch ein bisschen später, wo du gemerkt hast, boah, jetzt sehe ich die ersten Resultate. Wann war das? Also ein grober Zeitraum und was waren das für Unterschiede, die du vorher die Jahre vielleicht nicht gemerkt hast? Ja, ich glaube, ja, bildlich sehen konnte man es, glaube ich, schon relativ schnell, glaube ich, auch in einer Woche oder anderthalb Wochen, weil die Hosen einfach logischerweise schon mal ein bisschen weiter geworden sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich tatsächlich relativ schnell auch, ja, was heißt fitter gefühlt, sondern eher vitaler, sage ich mal. Also ich habe tatsächlich angefangen, relativ zum Anfang, ja gleich den ersten Tag auch mit dem Frühstück und regelmäßig am Tag essen und eben auch diese Alltagsbewegung einzubauen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin vom Kopf her klarer, kann mich besser konzentrieren Super. während der Arbeit. Und das war so das Erste. Und nach einer Woche, anderthalb Wochen war natürlich erstmal auch ein, zwei Kilo weg. Und Super. das merkt man natürlich gleich an der Hose. Das motiviert auch einen zu sehen, dass nach der ersten Woche direkt so eine Resultate kommen. Und das ist auch immer uns wichtig, weil wir haben da auch eine klare Strategie von Woche 1 bis Woche 12 oder 24, wie wir halt vorgehen, damit wir euch halt direkt in der ersten Woche motivieren, ihr mehr Vertrauen in die Strategie bekommt, mehr Vertrauen natürlich auch in mich und halt einfach sehen könnt, dass man mit der richtigen Herangehensweise eben nicht geduldig sein muss beim Abnehmen. Genau. Wie fandest du die digitale Betreuung? Die digitale Betreuung habe ich persönlich schon als Vorteil empfunden. Ich will aber auch ehrlich sagen, bevor wir angefangen haben, war ich da noch ein bisschen skeptisch, habe mich aber bewusst ja dafür entschieden und tatsächlich hat sich es dann doch als Vorteil herausgestellt, weil ich einfach für mich ja selbst entscheiden konnte, zum Beispiel, wann schaue ich mir die Videos an. Und wenn ich eine Frage hatte, das gehört ja auch dazu, dann kann ich dich halt jederzeit eben auch kontaktieren und habe eben relativ schnell eine Antwort bekommen. Also man musste jetzt nicht irgendwie 4 Tage warten. Und von daher war das eher ein Vorteil, weil ich flexibel bin. Wie die meisten hat man dann einen stressigen Alltag im Job oder vielleicht auch privat und da passt es halt nicht immer rein, so fixe Zeiten zu haben, ja. Ja, das ist halt auch eine Umstellung bei uns seit circa einem Jahr im Coaching, dass wir halt die persönliche Betreuung haben, wo du wirklich 6 Tage die Woche mit mir in Kontakt treten kannst, über Zoom, übers Telefonat, über Schreiben. Aber halt parallel wir auch so einen Mitgliederbereich gebaut haben. Das war das, was er mit den Videos an sich meinte. Das bedeutet, du bist nicht mehr auf die einzelnen Termine immer angewiesen. Du kannst den Mindset-Part in der ersten Woche alleine für dich durcharbeiten. Ja, du kannst einfach die Herangehensweise in der Ernährung strategisch, wie du keinen Heißhunger mehr bekommst, kannst du alles eigenständig durcharbeiten in deinem Tempo, auch mal abends um 22 Uhr oder auf dem Sonntag, wo ich dann natürlich auch mal Feierabend habe und dann halt montags oder mittwochs im Live-Call dir direkt persönliches Feedback über Zoom mit mir reinholen. Und das will ich auch nochmal ganz klar betonen, dass wenn du viel beschäftigt bist, Unternehmer bist, Kinder zu Hause hast, dass es für dich gar keinen Sinn macht, ortsabhängig zu sein. Das heißt, 3, 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu deinem Coach zu fahren. Ja, zumal natürlich auch ein Personal Trainer nur das Training abdeckt. Ja, und wie ihr mittlerweile aus den ganzen Videos wisst, macht 70 bis 80% deines Abnehmerfolges einfach die Ernährung aus. Und deswegen habe ich mich auch bewusst entschieden, dann halt das Ganze halt auch einfach digital anzubieten und vor allem dann auch noch mit dem Mitgliederbereich. Ja, sehr gut. Nächste Frage an dich. Was würdest du sagen oder hattest du das Gefühl, dass du jetzt stark verzichten musst? Ja, also die meisten haben ja immer das Bild vor Augen, wenn sie 10 oder 20 Kilo abnehmen wollen, ist es nur noch Reis, Hähnchen, Brokkoli, trocken, keine Soßen mehr, keine Pizza, keine Pasta mehr. Wie stehst du dazu? Ganz kurz und knackig, nein. Sehr gut. Ich habe relativ schnell eigentlich auch ja, das Bedürfnis verspürt, dann auch was Süßes mal zu essen. Und das war ja auch eine erste, was heißt Erkenntnis, aber die du mir ja auch gesagt hast, dass das durchaus möglich ist. Wir haben das ja im Ernährungsplan auch eingebaut. Und ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, auf irgendwas verzichten zu müssen. Logisch, man beschäftigt sich ein bisschen mehr mit seinem Ernährungsplan, das auf jeden Fall. Aber da ist auf jeden Fall auch mal ein Kuchen am Wochenende drin oder eben vielleicht auch mal ein Burger am Abend. Dafür verzichtet man in Anführungsstrichen vielleicht mal an anderer Stelle, weil man ein bisschen weniger hat oder so. Aber das ist an sich in Summe kein großer Verzicht. Das ist eigentlich nur, man regelt etwas und Genau. passt ein bisschen an, ja.
Genau, das ist so dieses Kalorienausgleichen. Das bedeutet, wenn du jetzt auch 10, 20 Kilo oder mehr abnehmen willst, ist auch nicht schlimm, wenn du mal einen Tag in einem gewissen leichten Überschuss bist, weil du kannst es halt die anderen Tage halt auch wieder ausgleichen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Du kannst innerhalb eines Defizits auch mal 500, 600 Kalorien durch Schrottessen auffüllen und das ist halt auch innerhalb von einem Ernährungsplan möglich. Auch hier, die meisten Leute denken immer, dass ein Ernährungsplan total einschränkend ist. Wir passen halt verschiedene Abläufe auf unsere Kunden an. Das bedeutet auf das Wochenende, auf die Schichtarbeit oder sonst was. Und dahingehend ist man sehr, sehr flexibel, weil man von Woche 1 aus die Cheat-Kalorien hat, also Süßigkeiten mit einbauen kann, aber halt auch eben verschiedene Möglichkeiten hat zum Mittag, zum Frühstück oder sonst wie. Eine Sache, die ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, du hast nach der Zusammenarbeit im selben Tempo noch weiter abgenommen. Wie viel war das und worauf hast du da geachtet? Ja, ich bin ja jetzt ungefähr knapp einen Monat oder 3,5 Wochen ungefähr raus aus dem Coaching und ich habe jetzt in der Zeit nochmal 1,5 Kilo abgenommen. Also knapp, es schwankt ja wie gesagt immer so ein bisschen von Tag zu Tag, aber so im Schnitt sind es nochmal knapp 1,5 Kilo gewesen und ich habe im Prinzip das Tempo beibehalten, was ich davor auch hatte. Schaffe es momentan nicht so regelmäßig Sport zu machen. Das liegt jetzt gerade an privaten Themen. Das ist eine andere Sache. Aber dafür trotzdem jede Woche im Schnitt so ein halbes Kilo. Da bin ich mega zufrieden mit, ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall schon unter den 80 Kilo, wo ich immer hin wollte. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich wollte es auch noch mal öffentlich sagen. Lieber Chris, ich glaube, ich muss dir leider eine Rechnung stellen. Weil meine Hosen passen leider alle nicht mehr. Ich musste mir jetzt sogar schon das erste Mal seit 20 Jahren eine 32er Bundweite kaufen. Und selbst die rutscht jetzt schon. Also von daher, wir müssen nachher nochmal reden. Ja, die Rechnung kannst du mir sehr gerne stellen. Das mache ich mit Herz. Sehr gut. Cool. Alles klar. Ich denke, das sind so die interessantesten Punkte zu deiner Ausgangslage, zu deinem Werdegang. Danke dir auf jeden Fall nochmal, Mike, für deine Zeit. Cool, dass du nochmal so ausführlich drauf eingegangen bist. Und wenn ihr mehr Klarheit zum Thema Abnehmen haben wollt, ihr verstehen wollt, wie ihr im Jahr 2023 endlich langfristig abnehmen könnt, die Klarheit haben wollt, wie es in eurem beruflichen, aber auch im privaten Alltag integrierbar ist, dann könnt ihr unterhalb des Videos auf den Link klicken für das kostenfreie Erstgespräch mit mir. Dort werden wir mal die nächsten Tage völlig unverbindlich mal 10, 15 Minuten miteinander telefonieren, wo ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann, ob das für eine Zusammenarbeit passt. Dementsprechend klick gerne jetzt auf den Link und wir beide verabschieden uns jetzt. Ciao, ciao.